Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News und es wird mal Zeit, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Denn gegen Nürnberg am Sonntag gab es einen erneuten Dämpfer. Wir haben auswärts mit 3:1 verloren und es wird mal Zeit, unsere Situation nochmal neu zu bewerten. Denn seit Wochen fallen mir einige Dinge auf, die verhindern, dass wir uns langfristig weiterentwickeln. Denn momentan sind wir nicht mehr als Mittelmaß in der zweiten Liga. Trotzdem, herzlich willkommen zurück. Ich möchte auch noch über die ein oder andere Härte sprechen. Und genau da fangen wir jetzt an. Verlieren wir zu viel Zeit und sprechen über News Nummer 1. Denn Marc Overkamp wurde für 2 Spiele gesperrt. Der DFB sperrt Marc Overkamp für 2 Spiele. Das heißt, dass die Sperre aber auch nur für 2 Zweitligaspiele gilt. Das heißt, für die kommenden Spiele gegen den SC Paderborn. Und ich glaube, der nächste Gegner sollte Hansa Rostock sein. Gegen diese beiden Gegner fehlt Marc Overkamp. Beim DFB-Pokalspiel am nächsten Mittwoch ist er allerdings wieder mit dabei. Das heißt, für die 2 Liga ist er gesperrt. Für den DFB-Pokal gilt die Sperre nicht. Und er kann gegen Mainz 05 mitwirken, wo er wirklich ein wichtiger Faktor werden kann. Trotzdem sehr, sehr schade, dass Kempf jetzt gegen Paderborn ausfällt, denn er war eigentlich ein Stabilisator für unsere Innenverteidigung. Man muss jetzt wirklich umbauen. Wir haben auf der Innenverteidigerposition einige Optionen. Wir können zum einen Martin Dardai von der 6 in die IV zurückziehen und ich hoffe, dass genau das passiert, damit wir Martin Dardai nicht mehr im Mittelfeld sehen. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, Pascal Clemens oder halt eben Linus Gechter einzusetzen. Gechter hat jetzt einige Spiele zuletzt gemacht gegen Hamburg. Aber irgendwie ist er jetzt auch schon wieder ein bisschen verletzt, ein bisschen raus, hat ein bisschen bei der U21 mitgekickt. Also da weiß ich auch nicht ganz, wie der Stand ist. Und ich vermute mal, dass es dann so sein wird, dass man Martin von der 6 in die Innenverteidigung ziehen wird. Und dass dann vielleicht Bilal Hussein oder Pascal Clemens oder so starten wird. Trotzdem, sehr, sehr schade, dass Kempf ausfällt. Die rote Karte meiner Meinung nach, ja, die muss er leider geben. In der Analyse habe ich gesagt, dass das ein Fehler ist, aber ich glaube, da habe ich die Wiederholung noch nicht oft genug gesehen und hatte noch zu sehr eine blau-weiße Brille auf. Jetzt im Nachhinein ist es, glaube ich, keine Fehlentscheidung, wenn er die gibt. Ja, ich verstehe aber irgendwie nicht ganz, warum es jetzt 2 Spielesperre gibt. Ich meine, das Foul ist weder brutal, noch ist es irgendwie begründbar, dass man jetzt über das Mindestmaß hinausgeht. Aber ich denke, an dieser Entscheidung jetzt zurück, dann wird jetzt wenig Sinn ergeben. Schade, dass Kempf 2 Spiele fehlt. Im Endeffekt, ja, ein ungünstiger Fehler von Bouchalakis war es, glaube ich, mit diesem komplett idiotischen Pass, der dort Kempf in die Situation bringt. Naja, sei es drum, es ist passiert. Die rote Karte gegen Nürnberg war ja ohnehin der Punkt im Spiel, wo einfach dann das Spiel endgültig gekippt ist. Sei es drum, wir müssen lernen aus der Situation und als Team noch mehr zusammenwachsen. So viel erstmal dazu, aber ich möchte jetzt ohnehin erstmal über das Nürnberg-Spiel sprechen. So richtig habe ich in meiner Analyse drüber gesprochen, aber jetzt, ein paar Tage später, habe ich nochmal eine leichte andere Sicht auf die Dinge. Das Nürnberg-Spiel war, wie ich finde, so ein Spiel, wo wir hätten gewinnen müssen, wenn wir aufsteigen wollen. Wenn wir ein klarer Aufstiegsfavorit gewesen wären, dann hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen. Wir haben dieses Spiel nicht gewonnen. Stattdessen hat man bei uns einige Defizite gesehen, die ganz klar belegen, dass wir momentan echt nur ganz knapp über das Mittelmaß hinausragen. Wir stehen nach 10 Spielen mit 12 Punkten auf den 11. Platz. Der einzige Grund, warum über uns nicht so viel gesprochen wird, ist der Grund, dass Schalke 04 auf Platz 16 steht und dass die gerade sämtliche Medien auf sich selbst ziehen und dass Hertha so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ja, die letzten Spiele waren alles andere als gut. Wir haben jetzt, wenn man die Formtabelle anschaut, aus den letzten 5 Spielen zwar 3 Siege geholt, aber auch 2 Niederlagen, und zwar gegen Nürnberg und gegen St. Pauli. Gegen St. Pauli haben wir verloren, weil wir eben offensiv zu harmlos waren. Und das Gleiche trifft auch so ein bisschen auf Nürnberg zu. Und das ist doppelt bitter. In den Vorwochen vor dem Nürnberg-Spiel gab es halt eben mehr oder weniger einen Aufwärtstrend. Wir haben diesen verkorksten Saisonstart irgendwie wieder gefixt, haben viele Punkte geholt, gegen Braunschweig haben wir gewonnen, gegen Fürth haben wir gewonnen. Wir haben auswärts gegen Holstein Kiel und Schalke gewonnen, aber schaffen wir es nicht, Punkte gegen Nürnberg mitzunehmen, bei denen wir nach 15 Minuten führen und in diesem Spiel wir auch noch einen Elfmeter halten. Das ist einfach doppelt und dreifach bitter. Und wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, dann bist du halt eben kein Aufstiegsfavorit. Und in den letzten Spielen zieht sich so eine klare Linie durch. Und zwar
Offensiv sind wir teilweise viel zu passiv. Das fällt mir nicht erst seit dem Nürnberg-Spiel auf, sondern auch schon gegen Schalke und davor das Spiel gegen St. Pauli fällt das eben auf, dass man offensiv zu passiv ist. Und vor allen Dingen, dass man aktiv wirklich nur so 20, 30 Minuten mitspielt und danach irgendwie das Fußballspielen einstellt. Das ist ein Ding, das fällt mir nicht erst seit einem Spiel auf, sondern in jedem Spiel gefühlt ist die Situation so, dass man eine Halbzeit recht ordentlich spielt, um in der anderen Halbzeit komplett reinzuscheißen. In Holstein Kiel haben wir 2-0 geführt und ja, wir haben am Ende nur mit Glück noch irgendwie das 2-3 erzielt, weil wir 2 Elfmeter bekommen hatten. Gegen Schalke, naja, da haben wir 90 Minuten mal ganz gut gespielt, aber auch das war nicht perfekt. Gegen Nürnberg haben wir geführt, haben die Führung hergeschenkt. Gegen Magdeburg haben wir 4-mal geführt und 4-mal die Führung hergeschenkt. Also wirklich top. Gegen Braunschweig haben wir 45 Minuten lang ein super 2-0 erspielt, um dann in der zweiten Halbzeit bei dem Stand von 3-0 zu schwimmen zu beginnen. Das heißt, dass wir dort einfach nicht mehr gut gespielt haben. Gegen Hamburg haben wir 90 Minuten lang scheiße gespielt. Und was soll ich sagen? Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Spiele, dass wir einfach nicht konstant genug sind. Dass wir Spiele nicht souverän zu Ende spielen. Dass die Mannschaft irgendwann anfängt zu schwimmen und einfach zu passiv wird. Am Ende werden noch die Bälle rausgeschlagen. Es gibt kein Offensivsystem mehr. Die Bälle werden nicht behauptet. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber daran muss man arbeiten. Genauso wie an unserer Defensive. Unsere Defensive wird irgendwie jetzt wieder von Spiel zu Spiel schlechter. Wir müssen uns erstmal auf eine Sache einigen. Das Nürnberg-Spiel, das war ein ganz klarer Rückschritt. Wir haben jetzt nach 10 Spielen 19 Gegentore. Das ist ein schlechter Wert. Das sind 1,9 Gegentore pro Spiel und es gibt nur 2 Teams, die schlechter sind. Schalke, ja, okay, und Osnabrück. Und Osnabrück steht auf Platz 18, glaube ich, und Schalke, nee, Osnabrück steht auf Platz 17 und Schalke auf Platz 16. Das Problem ist halt einfach, dass wir unsere Räume nicht dicht kriegen, dass wir den Gegnern zu viel Platz lassen, dass wir nicht nah genug dran sind und dass vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen Mittelfeld und Defensive nicht stimmt. Trotz 2 sehr defensiv orientierenden Sechsern, das heißt, trotz Martin Dardai und Bouchalakis schaffen wir es nicht, den Raum zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld gut zu bekommen. Nach 10 Spielen haben wir nur 2 Spiele zu 0 gespielt. Ja, und ohne Leistner und Kempf möchte ich gar nicht wissen, wie es sonst aussehen würde. Man muss einfach eben sagen, dass es an Konstanz in der Defensive fehlt und dass vor allen Dingen die Kompaktheit uns verloren gegangen ist. Wir haben defensiv teilweise gute Spiele, um dann im nächsten Spiel alles über den Haufen zu werfen. Oder eben wir haben eine gute erste Halbzeit gegen Nürnberg, wo wir kaum Chancen zulassen, um dann in der zweiten Halbzeit komplett unterzugehen. Und darüber hinaus, es geht ja bei der Defensive nicht nur darum, dass wir das Zentrum gut verteilt bekommen, sondern auch über die Außen sind wir teilweise zu anfällig. Unsere Außenverteidiger schieben teilweise zu hoch und so bilden sich Lücken hinter den Ketten. Ich möchte gar nicht über die Defizite komplett sprechen, aber man merkt halt einfach, wenn man sich manche Spiele anschaut, dass es defensiv nicht ausreichend ist. Und wenn man defensiv nicht kompakt genug ist und offensiv viel zu passiv ist, wie das, was ich vorhin erklärt habe, dann ergeben sich halt solche Ergebnisse wie gegen Nürnberg. Das Einzige, was wir wirklich gut machen, ist so, würde ich sagen, würde das Anlaufverhalten. Das Anlaufverhalten bis auf unseren Zehner sieht teilweise wirklich echt gut aus. Fabian Reese, Haris Tabakovic, sie beleben unser Team, aber vor allen Dingen das durch ihre individuellen Qualität. Ja, man merkt halt eben, dass Palko Dardai fehlt und Palko Dardai wäre jetzt in der Saisonphase so unglaublich wichtig. Ansonsten, offensiv sieht das teilweise in Ordnung aus. Wir haben gute, hohe Anzahl an Toren in einigen Spielen. 4 Tore gegen Magdeburg, 5 Tore gegen Greuther Fürth, 3 Tore gegen Braunschweig, 2 Tore gegen Schalke. Es ist okay. Aber ganz ehrlich, wir leben davon, dass wir gerade unglaublich effektiv sind. Dass auch so gut wie alle Großchancen, die wir haben, reingehen. Außer gegen Nürnberg am Ende. Dort haben wir mal wieder die Chancen verschwendet wie sonst was. Im Liga-Vergleich haben wir mit 36,6% die beste Chancenverwertung der Liga. Das heißt, das, was uns in der letzten Saison gefehlt hat, mit Effektivität, mit Chancenverwertung, das haben wir in dieser Saison. Und trotzdem muss man eben sagen, dass wir eben nur auf Platz 11 sind, dass es nicht gerade für unsere Offensive spricht. Das Problem bleibt trotzdem bestehen, dass seitdem Palko Dardai ausfällt, ja,
es fehlt einfach an einem Spieler zwischen den Ketten, der im Anlaufverhalten überzeugt, der die wichtigen und kreativen Pässe spielt und der das Offensivspiel belegt. Im Previak als hängende Spitze, das funktioniert einfach nicht. Er macht zwar Tore, aber Tabakovic hängt komplett in der Luft. Auch Martin Winkler auf rechts außen gefällt mir nicht so ganz, denn man sucht ihn zu wenig. Er kann zu selten sein Tempo ausspielen. Und andererseits ist Winkler, ja, sogar teilweise nicht mehr unser Stammspieler. Paul Dardai setzt eher auf Seefried als auf Winkler. Was soll ich sagen? Und Winkler kam gegen Nürnberg rein und hat sofort unser Offensivspiel belebt. Aber ich muss halt eben doch sagen, wir sind offensiv auf der 10er-Position und auf der rechten Außenposition einfach nicht gut aufgestellt. Und man hat beim Spiel gegen Nürnberg wirklich Defizite gesehen. Denn ganz im Ernst, das war einfach zu wenig und das reicht nicht, um ein Top-Team zu sein. Defensiv sind wir teilweise zu anfällig und das fehlt die Kompaktheit. Offensiv fehlt uns die Kreativität, vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld, im zentralen offensiven Mittelfeld. Unsere Doppel-6 bestehend aus Martin Dardai und Bouchalakis ist viel zu defensiv orientiert, ohne dass dort Zug nach vorne kommt. Denn meistens muss Karbovnik ins Mittelfeld vorziehen als inversiver Flügelverteidiger. Und selbst das hilft nicht. Das Mittelfeld ist einfach zu ungefährlich. Es tut mir leid, das muss ich jetzt hier so an dieser Stelle sagen. Und was soll ich sagen? Das ist ein ernüchterndes Zeugnis nach dem Nürnberg-Spiel. Denn eigentlich dachte ich, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Es kann aber sein, dass es jedes Spiel besser wird, dass wir uns besser einfinden und dass wir auch nach einigen Spielen wieder mehr Punkte gesammelt haben. Jetzt die Spiele gegen Paderborn, Rostock, Mainz werden unfassbar wichtig, denn nach diesen Spielen werden wir wissen, wo wir stehen. Sind wir ein abgestiegener Bundesligist, die möglicherweise im DFB-Pokal in die dritte Runde einziehen, oder sind wir nur Mittelmaß, die im DFB-Pokal rausfliegen und sogar gegen Rostock und Paderborn Punkte liegen lassen? Das werden wir in dieser Woche erfahren. Aber mein Zeugnis nach dem Nürnberg-Spiel ist ernüchternd und es fehlt einfach was. Aber es fehlt auch etwas, was einfach aufzuholen ist und was vielleicht in den kommenden Spielen wieder sichtbar wird. An dieser Stelle war es das mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich zu einem neuen Video wieder. Aber wie gesagt, das heute ist eine Bestandsaufnahme. Ich bin immer noch sauer wegen dem Nürnberg-Spiel. Ich bin zig Stunden durch die Republik gedüst, nur am Montag komplett müde und gefühlt ohne Schlaf bei der Uni aufzukreuzen. Und das alles für eine Niederlage. Und das ärgert mich. Und ihr wisst, ich bin aber auch einfach wieder zu kriegen. Ich fahre natürlich auch zum nächsten Auswärtsspiel. Übrigens, nächstes Auswärtsspiel. Tickets gegen Hannover sind ausverkauft im Gästeblock. Aber in den Heimblöcken drumherum wurde dazu aufgerufen, auch sich dort gerne mit Tickets einzukleiden. Das heißt, schaut auf der Hannover-Seite nach Tickets vorbei, falls ihr mitfahren wollt. Die Auswärtsfahrer bei Hertha, die sind sowieso Champions-League-Niveau. 5000 Leute auf dem Sonntag, 400 Kilometer nach Nürnberg. Respekt an jeden, der da war und an jeden, der jetzt die nächsten Auswärtsfahrten mitmacht. Ich bin dabei. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war's. Wir sehen uns. Schönen Tag euch noch und tschüss. This danger.